Willkommen zusammen zu einem neuen Video hier von der Gamescom 2019. Wir schauen uns hier gerade den Landwirtschaftssimulator 20 bzw. Farming Simulator 20 an. Chris, für welche Geräte ist diese Version gedacht? Der FS20 wird jetzt für iOS, Android und die Nintendo Switch rauskommen. Alles klar. Und man sieht es auch, glaube ich, schon an der Grafik. Das wird jetzt zwar auf einer Switch gespielt, aber ist natürlich eher die Mobile-Version. Dementsprechend ist die Grafik auch etwas zurückgeschraubt worden und nicht vergleichbar mit dem PC-Spiel. Trotzdem interessieren sich sehr viele von euch immer für den Farming Simulator in der mobilen Version und was da alles neu ist. Man sieht es jetzt gerade schon so ein bisschen, aber was da alles neu ist, das kannst du uns erzählen. Na klar. Wir werden jetzt natürlich neue Marken reinbringen. John Deere ist jetzt zum Beispiel mit dabei. Und es wird jetzt auch zwei neue Früchte geben. Wir werden Baumwolle dazu bringen und Hafer. Die hat es jetzt im FS18 noch nicht gegeben. Und ich werde jetzt hier mal diesen Traktor nur anwerfen und auch die Baumwolle herzeigen. Upp. Gehen wir mal auf, fahren wir mal aufladen. Huch. Ach, vorwärts fahren muss ich. Ja, wie gesagt, die spielen nicht oft mit dem Controller. Genau, darüber hatten wir schon mal geredet. Aber man sieht, die Marken aus dem Hauptspiel sind jetzt dabei und vor allen Dingen die Früchte, die es jetzt in den LS19 geschafft haben, die haben es jetzt auch in die mobile Version geschafft. Genau. Und wir haben noch ein weiteres Feature noch hinzugefügt und das möchte ich nicht vergessen, weil es ist gerade für Simulationsfans ja extrem wichtig. Wir haben es jetzt geschafft, in die mobile Version Ego-Perspektive auch einzubauen. Auch wirklich mit Cockpits und allem. Und ich denke, das wird Freunde des FS20 extrem freuen, das zu hören. Alles klar. Kannst du ein bisschen was zu den Marken sagen? Habt ihr auch neue Marken mit integriert? Fürs Hauptspiel habt ihr gerade Glas angekündigt. Ist da auch irgendwie was für den LS20 in der Planung? Ah, da kann ich leider noch nichts zu sagen. Aber John Deere ist jetzt dabei. Wirklich eine neue Marke. Wir haben dann auch Grimme. Die müssten auch noch im vorherigen dabei gewesen sein. Case IH ist noch dabei. Und viele, viele mehr. Alles klar, dann bin ich mal gespannt. Ich meine, wir sehen hier jetzt auch schon einige Marken. Wie viele Fahrzeuge? Weißt du ungefähr, wie viele Fahrzeuge diese Version umfasst? Hat sich das gesteigert zur letzten Version oder ist es ungefähr gleich geblieben? Ja, es ist ungefähr gleich geblieben. Also wir haben hier natürlich mit den neuen Marken kommen jetzt auch viele Fahrzeuge dazu. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass wir einen großen Push gemacht haben. Es ist halt leider immer noch das Problem. Es ist eine Mobile-Version auch. Technisch musst du mit iPhones arbeiten und Androids, die jetzt auch jetzt nicht auf dem neuesten Stand sind. Und gerade für Mobile-Programmieren ist halt immer so diese Frage, worauf fokussierst du dich? Deswegen, wir sind jetzt vielleicht grafisch bei jetzt Android-Versionen vielleicht nicht so an der Spitze vorn dran. Das liegt aber auch daran, wir achten sehr viel auf Details. Unsere Modelle haben ein bisschen mehr Polygone als jetzt zum Beispiel andere Spiele. Grafisch hat sich ein bisschen was geändert. Es sind neue Fruchtsorten dazugekommen. Was gibt es noch für Neuerungen? Vielleicht auch Gameplay-Neuerungen? Habt ihr da irgendwas eingebaut? Bis auf jetzt die Cockpit-Perspektive? Nö, da haben wir uns erst einmal bei dem belassen, was wir haben. Na, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Im Grunde genommen ist es auch immer ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, du arbeitest mit einer Mobile-Plattform, die einfach zum Teil nicht die Power hat für solche Sachen. Und ist halt leider so. Für viele Android-Benutzer oder iPhone-Benutzer wird sicherlich auch interessant sein, wie sind die Systemanforderungen? Haben die sich stark verändert zum letzten LS18, glaube ich, dann? Oder ist es ungefähr gleich geblieben? Da werden wir nur darüber reden, sobald wir die genaue Kompatibilitätsliste zusammengestellt haben. Das muss alles nur durch QA laufen und da sind wir halt noch nicht fertig, weil viertes Quartal. Gibt es nur diese eine Karte oder habt ihr auch noch irgendwie andere Karten im Angebot? Soweit ich weiß, erst einmal gibt es nur diese Karte. Okay, das heißt, es könnte da später noch was kommen, aber im Moment ist nichts Weiteres angekündigt. Dann danke ich dir, Chris, für diese kurze Präsentation. Wahnsinnig viel konnte man jetzt hier nicht sehen, aber einen kleinen Einblick in die LS20-Version haben wir auf jeden Fall schon mal erhalten. Es wird neue Fruchtsorten geben, eine Ego-Perspektive, kleinere Gameplay-Verbesserungen und vor allem grafische Verbesserungen. Man hat es gesehen. Wie gefällt euch das? Gerade diejenigen, für viele PC-Nutzer wird das natürlich nicht so interessant sein, vielleicht für die Zugfahrt oder sowas mal, aber für diejenigen, die den LS18 gespielt haben,
Wie gefällt euch das, was ihr gesehen habt? Seid ihr zufrieden damit? Wie ist euer Feedback? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat und vor allen Dingen auch die Infos, die hier preisgegeben wurden, dann lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf weitere Videos in den nächsten Wochen, Monaten, wenn das Ganze dann erscheint oder das Platinum-Add-on erscheint. Vielen Dank euch fürs Zusehen, vielen Dank dir für die Präsentation. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.